Ja, am Ende hat mich der Titel hergelockt, also System Change, not Climate Change. I believe that we need system change and I believe that we need to make system change happen, because it won't just happen by itself. Wir brauchen deshalb unbedingt halt ökologisch bewusste Leute und Kräfte, die gleichzeitig wissen, dass wir dem Kapital halt nur, dass wir da irgendwas mitzureden haben, wenn wir halt die Machtressourcen aufbauen, und die liegen vor allem im Betrieb. Ja, ich war interessiert an Debatten, was wir eigentlich machen können, um irgendwie den Kapitalismus zu überwinden aus einer ökologischen Perspektive. Ich bin an ökosozialistischen Debatten interessiert. Ja, viele von uns sind im SDS und auch in der Klimabewegung organisiert und waren ganz aktiv bei Students for Future oder ja auch teilweise in anderen Klimaprotesten. Und wir haben die Klimabewegung deshalb jetzt seit ein paar Jahren verfolgt und haben unter anderem ein Projekt mitgemacht. Gemeinsam mit Verdi haben wir diese Tarifrunde im Nahverkehr unterstützt. Und da war die Idee, so Basisgruppen aufzubauen, die diesen Streik unterstützen und so weiter und so fort. Und eigentlich ist schon da vor 3 Jahren die Idee aufgekommen, dass wir unbedingt diesen ökosozialistischen Pool in der Klimabewegung formieren müssen, aufbauen müssen, irgendwann auch sichtbar werden lassen müssen. Und da kam die Idee auf, und eigentlich war unser Ziel, so ökomarxistische Grundlagen in der Klimabewegung stärker zu machen und vor allem ganz konkrete Beispiele zu sammeln, wo man ökologische Klassenpolitik eigentlich machen kann. Weil die Klimabewegung, ich würde sagen, es gibt eigentlich gerade 2 dominante Pole. Einmal halt so einen appellativen Charakter, Leute, die sagen, wir müssen sie alle aufrütteln und dann wird was passieren. Es wird natürlich nicht klappen. Dann gibt es den Flügel, der auf zivilen Ungehorsam und sozusagen Schocks und große Aktionen und so weiter setzt. Da sagen wir, das ist sozusagen moralisch total vertretbar, alles richtig, ist auch gut aufzurütteln. Aber es bringt uns halt nicht die Machtressourcen, die wir brauchen, um tatsächlich an der Klassengesellschaft irgendwas zu verändern und an den Verhältnissen. Und dafür, da stehen wir ganz am Anfang, aber dafür wollten wir all die Kräfte sammeln, die sagen, das könnte bezüglich Autoindustrie und Konversionseinstiegsprojekten so und so aussehen. Das könnte in Vernetzung mit ÖPNV-Beschäftigten so und so aussehen. Und programmatisch müssten gerade die 3 Forderungen im Vordergrund stehen oder so. Dafür wollten wir einen Anfang machen. Alle waren sich irgendwie einig, das Problem heißt Kapitalismus. Wir brauchen System Change und wir wollen Ökosozialismus. Und das fand ich richtig gut. Teilweise war die Stimmung sogar richtig regelrecht euphorisch, was das irgendwie angeht. Es war so eine richtige Stimmung, so ja, geil, packen wir es an. Alle wussten auch irgendwie, ja, wir müssen die soziale und die ökologische Frage dann zusammen verhandeln. Wir müssen mit den Beschäftigten kämpfen. Ja, yeah, I mean, it inspires me to see those connections. Taking place in the sense that there's a lot of people talking about climate crisis and climate struggle as a class struggle. I think that's very important that we do that and that we don't have that link is made clearly, and that there's also clear links between the cost of living crisis and the climate crisis as having very similar roots, and also like having often difficult similar solutions to bring in together, but they still have like common solutions that we can put forward. Vor ein paar Wochen, Monaten sozusagen, ist klar geworden, wie krass die sozialen Krisen sich hier verschärfen werden. Dann begann diese Debatte um den heißen Herbst und so weiter. Und wir haben eigentlich gedacht, wir sind natürlich sehr dafür, dass alle Leute, die lokal irgendwo aktiv sind, jetzt halt linke Sozialproteste aufbauen. Und das war eigentlich unser Hauptziel, dafür irgendwie einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen, dass man ein paar Ideen hat, wie kann man lokal jetzt gerade sei es um die Linke herum, also um die Partei, sei es davon unabhängig, aber wie wird man in der Stadt sichtbar? Das war sozusagen unser Hauptziel. Und dazu ist uns natürlich aufgefallen, dass diese ganze Thematik von Inflation, aber auch gerade, wir haben das Kriegsthema jetzt nicht groß gesetzt, aber so heute zum Beispiel eine Veranstaltung mit Birgit Mahnkopf gemacht, die sehr, sehr grundlegend zu Klimakrise, Rohstoffkonflikten und so weiter gesprochen hat. Damit haben wir schon auch versucht, ein bisschen die Imperialismusfrage mal anzudiskutieren, weil wir das Gefühl haben, dass die in der Linken extrem scheiße, aber in der Klimabewegung extrem eigentlich wenig diskutiert wird, sozusagen. We also need some kind of
not only international solidarity, but also we need international coordination and international organizing, and that demands that we put energy into doing that and that we put resources into that. And so, yeah, I'm here to meet people who have the same views as we have, so we can build a stronger, powerful climate justice movement that is able to achieve the system change that we want to make happen. And also because we have very little time left to make it happen in a just way. That, yeah, does not mean that we're leaving lots of people and behind and giving up on lots of life. If we're serious about not giving up on millions of lives, especially in the global south, we need to change the system fast. And yeah, and that's why I'm here, to like see who wants to make that happen. Ich hoffe eigentlich, dass die Leute so beginnen zu analysieren, wo bauen wir Machtressourcen auf, wo sind also Bündnisse mit Beschäftigten, mit Arbeiterinnen irgendwo möglich, und dass sie wissen, es gibt hier einen Raum, sei es der SDS als Organisation, als Ansprechpartner sozusagen, oder auch die unterschiedlichen Genossinnen, die man jetzt kennengelernt hat, dass das einen Anlass bietet, sich konkret zu vernetzen, und zwar nicht so Kämpfe verbindenmäßig, alle sollen mit allen weiterreden und dass es an sich Gewinn bringt, sondern im besten Fall haben wir jetzt einen koordinierenden Kreis für diese TVN 2.0 Geschichte. Im besten Fall können wir unter dem Label Genug ist genug uns jetzt koordinieren und weiterhin gucken, wie bauen wir die Sozialproteste auf. Und im besten Fall haben wir es geschafft, dass der SDS weiterhin jetzt auch programmatisch marxistische Grundlagen für alle schafft und wir uns ja auf Vernetzungstreffen oder auf einem nächsten Kongress in einem Jahr oder so wieder treffen. Und vielleicht noch so eine kleine Hoffnung: Wir haben uns zurückgehalten, jetzt auch ein ökosozialistisches, ein ganz klares Profil oder eine Programmatik oder sowas schon zu schaffen, auch weil wir an dem Punkt, glaube ich, selber noch gar nicht so richtig stehen. Und ich fände es natürlich übelst geil, wenn sich auch Kreise formieren würden, die jetzt noch weiter die Frage diskutieren, was sind gerade Forderungen, die wir in den Vordergrund stellen müssten, was sind die 3, 4 Kampffelder, wo jetzt Leute organisiert reingehen sollten und so weiter. Also wenn sich das jetzt in den Gesprächen noch danach weiterentwickelt, dann wäre es, glaube ich, mega geil. Und ich bin eigentlich hoffnungsfroh, dass zumindest von der Stimmung her, dass die Leute diesen Ort oder mit den 1000 Leuten um sie rum wirklich das Gefühl hatten, okay, das sind Leute, mit denen könnte man jetzt was auf die Beine stellen und deshalb nicht mehr so jeder seinen eigenen Krams macht, sondern man weiß, okay, wenn ich nicht weiter weiß, dann melde ich mich bei irgendwem, den ich hier kennengelernt habe, oder komme zum Strategieforum im Januar oder was auch immer. Das sind alles Sachen, die ich sehr richtig finde, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich glaube dann, das wird ein kleines bisschen geschmälert, vielleicht dadurch, dass es dann in diesen ganzen Debatten und auch Vorschlägen, was man da konkret machen kann, gab es manchmal wenig Verbindung eigentlich zu dem Titelthema des Kongresses, also System Change. Das heißt, natürlich bin ich absolut dafür, dass wir Tarifrunden kämpferisch unterstützen, das auch aus einer ökologischen Perspektive. Aber natürlich ist das noch keine System Change Strategie. Und ich glaube, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, wie man sozusagen diese ganzen guten Ideen, die hier stehen, so wie was, womit können wir morgen anfangen, wie man das vielleicht in eine größere Perspektive einbettet, wie wir wirklich eine Strategie entwickeln können, die wirklich die Macht hat, das zu machen, was hier ständig gesagt wurde: System Change, Kapitalismus überwinden, Revolution.